Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Dead Age. So, habe ich mit dir schon geredet? Auftrag? Ach, das hat man schon, oder? Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, mit dir zu reden. Und ich hatte ja gesagt beim letzten Mal. Ja, Hat man gemacht. Ich mach's mal lieber. Wir klauen unsere Jobs. Du bist Wächter? Ja. Mason. Ja, ja, Wächter. Du warst unser Seilling, oder? Nee, du warst der Handwerker. Wer war unser... Jamal, okay. Jamal. Lady Quid? Medizinbeutel ist natürlich viel, viel besser. Als das hier. Das kostet jetzt auch nicht viel. Ja. Du bist der Handwerker gewesen, richtig. Ausstattungs- und Büchsenmachers. Okay, was machst denn du am besten? Lederschuhe. Haben wir jetzt alle? Mary. Du bist auch. Mason ist aber auch ein Wächter. Nee, Mary fehlt noch, okay. Mary. Ah ja, gut. Noch ein Level, dann habe ich's. Dann bin ich auch hier auf Maximum. Brauche Material. Na los. Sage es zu einer Null. Oh oh, 11 Verbrauch und bloß noch 9 plus. Gestalt, also du siehst mir 2 Rationen ein Trink. Okay, danke. Nichts weiter gut. Ich bin jetzt erstmal hier gemaxt. Das ist schon mal gut. Als nächstes gucken wir, dass ich vielleicht doch mal hier ein bisschen aufmache. Beziehungsweise, ich bin ja eigentlich Pistolen. Pistoleros. Ich sollte mal in die Richtung gehen. Naja, auf jeden Fall, mein Job ist erstmal durch, was schon mal gut ist. So, wir müssen die Zombies töten. Okay. Gebissene Passanten im Gebiet. Highway tagsüber. Medizinische Komponenten, alte Kleidungsstücke und alte Waffenteile. Okay. Der Händler, was hast denn du? Hast du irgendwie... Got some rare things on sale, stranger. Aha, schön, Verkaufe erstmal hier ein paar Sachen. Das ist auch nur ein Standardknüppel. Einen behalten wir mal. Nee. Oh, die Lederschuhe. Okay, du bleibst hier.
Willkommen zur Party. Besser als nix. Das hier ist... Du gehst mal auf Messing. Messing reicht. Obwohl ich jetzt eigentlich auch fast schon permanent mit Stahl rumballern könnte, aber trotzdem. Nason, du warst wo gut? Auch in Wachsamkeit. Handwerk, richtig. Du warst auch wachsam. Guck mal was. Mary kann ich jagen. Mary hat jagen gelernt. Ich habe viel Werkzeug von daher. Halt, Moment, da fällt mir gerade ein, ich brauche ja noch jemanden. Ach, weißt du was? Bist du voll? Ja, sieht gut aus. Genau, nicht besser. So, ich habe zwei Wächter, eine holt Essen. Ja, die werden schon klarkommen. Ich habe bloß einen Medizinbeutel. Wir sind aber soweit erstmal fit. Und drei, oder? 1, 2, 3 sieht gut aus. Was ist das andere? Suche Gebiet 10 auf. Okay, das werden wir schaffen. Highway tagsüber. Töte Zombies, der Typs gebissener Passant im Gebiet. Highway tagsüber. Medizinische Komponenten finde ich gut. Oder machen wir gleich mal die Stadt. Na, vielleicht soll ich erstmal das machen. Da habe ich Mason dabei. Der ist nämlich jetzt hier. Der Mason ist aber auch verletzt. Okay. Ich mache doch erst das mit den Passanten. Ja, was der Schein abgetragen hat. Jetzt wird nicht leicht, die hohe Zahl der Unzucht zu schrippen, aber bei Erfolg könnt ihr Bedrohung des Camps sinken. Ah ja, da haben wir auch schon die ersten. Aber wer ist denn gerade dran? Ah, okay, ich. Bin schon fast gut genug, die direkt wegzuhauen. Material nehme ich gern. Durchsuchen. Ah, Werkzeug habe ich mir jetzt genug. Okay. Ging gut los, aber jetzt kommen die Sachen, die ich nicht brauche. Was ist denn da? Ich hau richtig rein gerade. Ja, da könnte ich mal was verkaufen. Nur ein Streuner. Sehr gut. Aha, ich suche. Super. Ah, ein Passant ist dabei, gut. Wenn ich die Passanten habe, dann hau ich wahrscheinlich schon ab. Damit ich den nächsten Tag auch
Ah, lösch den Raststätte. Plündern. Das ist die Nahrung, die wir brauchen. Also wenn es Streuner wären, wäre es viel einfacher irgendwie, weil ich habe das Gefühl, Streuner habe ich hier, habe ich ständig, aber wow. Also es waren Cheerleader. Ah, ich habe irgendwie Krankenschwester gelesen. Was ja das unlogisch ist, aber egal. Bitte. Boah, mit einem Schlag umgehauen. Also mein Hauptcharakter ist im Nahkampf schon ein echtes Biest. Danke. Bitte mehr gebissene Passanten, ich bin nämlich schon ziemlich weit. Da wäre so ein Zivilist oder irgendwas, was dafür sorgt, dass neue kommen, nicht schlecht. Aber dann zählen sie vielleicht auch nicht. Ah, hätte ich geblockt, wäre er tot. Die Kisten nur auf dem Teil, ja. Sind die beschädigt? Ja. Die ist noch passend. Ja. Halt echt scheiße, wenn du halt Pech hast und du kriegst halt wirklich nicht die, die du brauchst. Schon so eine hohe kritische Chance. Au. Einfach auf. Oh, ja, ausgerechnet. Ah, danke fürs Aufwecken. Jetzt nicht blockt, ist es gut. Ich brauche mehr gebissene Passanten. Hey, ich block, ist er tot. Gut. Ohne Verluste tatsächlich. Na, gebissene Passanten, da geht doch. Wenn es weiter so geht, kann ich auch einfach durchkloppen. Aber es kommen wir später natürlich wirklich stärker, aber das ist ja wirklich noch der Anfang hier. Yep. Versuchen wir zu öffnen. Bill. Gibt es nicht Sirenen zum Besorgen, akzeptieren euch. Ach, okay. Das ist echt halt noch ein Anfängergebiet. Das merkt man halt. Jetzt sieht der Polizist, jetzt kommen die Polizisten schon. Wenn jetzt keine Facetten mehr kommen, wäre das echt scheiße.
Das Anvilieren hatte nichts gebracht. Schaden mit dem Nahkampf. Oh, Jamal. Besuchung. Ein tückischer Schlipsträger. Ah, der holt, glaube ich, keine Passanten. Oh, eine Anführerin. Toll, danke. Erstmal muss die tatsächlich weg. Die holt zwar keine neuen dazu, aber... Du bist noch Passant, okay. Die brauche ich ja. Müsste ich aber eigentlich haben. Okay, Angriff auf ihn. Okay, ich hau sie einfach so weg. Ich habe mich gerade überlegt, ob ich es einfach mal so mache, dass ich hier alle verletze und dann wegschieße, aber das schon. Ich müsste ja geschafft haben, gewisse Passant. Versuch Zombies auf die Drohung zu senken. Du kannst dich nun um andere Dinge kümmern und ins Lager zurückkehren. Stahl! Okay, wenn ich mal da bin. Lass uns gehen. Ich habe im Grunde, was ich wollte, von daher. So verliere ich bloß noch mehr Leben und das brauche ich morgen wieder. Kunden in Nahrung 6 mal 3 und 8 wechselt gespielt. Armer Plus gemacht. Ein armer Szene vermisst uns Camp, die so. 16 Material ist. Familienretter. Gut, alles, Steven. Die Horden der Untoten sind dezimiert worden. Die Bedrohung soll damit gemindert sein. Habe ich mein Handy irgendwie wieder angemacht in der Zeit? Ja, ist okay. Nochmal zwei. Nochmal XP extra. Okay, wir haben bloß noch Masons Mädchen. Das ist okay. Angegriffen wurde man schon mal nicht. Jamal, warst du? Du warst der Mediziner, genau. Wer muss dabei sein? Mason muss dabei sein. Guck mal, erstmal unser Team zusammen. Er hat eine Schrot. Die hat eine Uzi aktuell. Ich glaube, ich nehme Jennifer mit. Ich kann ja hier so durch switchen. Du bist beschäftigt. Der hat eine Pistole. Ich habe auch eine Pistole. Er hat eine Schrot. Eine Uzi wäre eigentlich echt gut. Ach komm. Kann ich nicht zur Party packen?
Warum kann ich Jennifer jetzt... Ach so, weil Bill noch drin ist. Okay, die drei sind dabei. Du warst Handwerker. Mach mir das. Noch mehr als Wächterin, du hast nur eine Pistole, oder? Ich gebe dir mal. Ich habe das. Ich kann doch nicht sein. Ach, die andere habe ich wohl verschossen. Gut. Da ich da auf echt hartes Pflaster jetzt gehe. Guck ich mal, dass wir gute Sachen dabei haben. Oh Gott, jetzt ist fast gar nichts mehr. Feuer brauchst du jetzt nicht, aber Stahl wäre schon mal nicht schlecht. Stahlschrottpatronen, sage ich jetzt mal nicht. Nein. Oh, ein Medizinkoffer, richtig. Die hätte ich ganz gern. Wie viel Munition für die Pistole habe ich denn? Könnte ich eigentlich viel, viel öfter benutzen. Na, alte Waffenteile werde ich überhaupt nicht mehr nehmen. Letzten Verkauf, immer noch 10 EPs, okay. Gut. Ich habe zwar nur eine Verteidigerin, aber die ist recht zäh und ich habe jetzt auch medizinische Hilfe. Er macht mir einen neuen Koffer, das ist okay. Wollen wir losmachen? Mädchen. Warte, ist Mason dabei? Mason ist dabei, gut. Nachts in die Stadt und suche Gebiet 10 auf. Militärische Waffenteile, Material, Patronenhülsen. Neben den Untoten halten sich auch die Punks. Ja. Die Stadt wirkt auf den ersten Blick bedrohlich und auch den zweiten Blick beängstigend. Niemand will sich um diese Zeit lange hier aufhalten, doch ihr müsst es jetzt eine Weile schaffen. Mein Baby Sharon ist listig, sie wird sich schon gut verschanzt haben. Oh ja, so kenne ich sie, immer mit einem schlauen Trick den anderen voraus. Unter der Zivilistin, aufgebrachter Streuner, Zeit mit heute, ja. Die Stelle 10 in der Stadt ist schon weit. Was hatten wir nochmal? Oh, erstmal dich weg. Na, Stummel. Yeah.
Autsch! Wegfallen. Lohnt sich aber nicht. Und der 99 Zivilist. Ah, der Zivilist holt auch neu, oder? Ja. Der muss erstmal weg. Ah, das gefällt mir nicht. Ah, du hast nicht mehr dazu kommen. Ah, Mist. Verdammt, er lebt noch. Mein Plan war jetzt eigentlich, zwei loszuwerden oder ein bis zwei. Ah, die kann ich auch selbst regenerieren. Ja, tu das ruhig. Militärwaffenteile. Okay, Jennifer hat ein Level up. Gut gemacht, Mädel. Die ist jetzt super in dem, was sie kann. Infizierter Patient? Was können die Patienten? Die haben wir noch nicht gesehen. Kannibalismus schützt ja sich der infizierte Patient selbst Schaden zu, regeneriert dann aber auch mehrere Runden Leben. Kotzfütze. Aha. Und hier der Gefangene ist tatsächlich das Schlimmste. Wir sollten mal gucken, dass wir ihn loswerden. Haben wir schon festgestellt, dass die sehr, sehr schlimm werden, je länger die leben. Ist okay, ich knall ich einfach ab. Möglichst nicht zum Angreifen kommen lassen. Kotzfütze verhindert sich, da gehe ich nicht an. Greife ich nicht an, wenn er eine Kotzfütze ist. Ein Eingang zur U-Bahn, die Edelort, um Snacks, Material und seltene Waffenteile zu finden. Das könnte eigentlich auch gefährlich werden. Schauen wir mal. Die U-Bahn-Station diente einem Obdachlosen als Zuflucht. Er rennt aus der Station heraus, aber die Zivilisten verfolgen euch und greifen an. Es sind Obdachlose, dachte ich. Oh, interessant. Das ist wirklich Obdachlose, habe ich gehört. Ach, dann ist Auge drauf im Nahkampf, oder? Ah, hätte auch reichen können. Das ist eine miese Kombo. Ah, da wird nicht durchgeschlagen, okay.
Hä? Wie ist das denn passiert? Stahlbrechung, aber da war ich auch nicht. Bisschen Spoiler. Oh, jetzt haben wir das gleiche nochmal. Was? Du machst was? Ja, verdammt, sie lebt noch. Mal gucken, wie es uns dann geht. Und geht noch. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Muss Leben sparen. Glück ab. Oh, ein Softdrink. Okay, jetzt habe ich verstanden. Ich kann nicht sagen, welche Probleme sie gerade hat. Gut möglich, dass sie gerade irgendwas gefährlich hat. Sagen sie nicht, geraten. Kann ich nicht versprechen. Sie ist kalt, dass sie sich mit einer Menge Leute anlegen. Toll, die waren jetzt schon. Was weiß ich noch? Oh, ja super, also. Ach, Moment. Ich bin auf Stahl. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Haben wir jetzt untote Kruki und Infizierte besetzt. Ah, oh, beißen hasse ich. Ah, die war immun. So viel Schaden. Guck mal, dass wir sie loswerden, bevor ja. Ich schieße schon verdammt gut, muss ich sagen. Mit der Pistole. Jetzt kommen erst in die 5, ich dachte mir schon weiter. Ach, da ist noch eine Welle, na toll. War ich ein Kampf zu schnell? Ja, ja. Okay, der hat ja wenigstens mal ein bisschen mehr Leben. Mit genug Munition geht's auch ganz gut. Was ist das denn? Unter der Pistolero. Gut gemacht. Ja, greif jetzt mal ihn an. Genau, der hält das aus.
Nee, nicht auf mich, greif den Typen an. Gut. Metallmanzug hat jetzt fast erwischt. Ein wertvolles Werkzeug für Bürger. Sag ich aber nicht nein. Und heute Pistolero, Patient und Patient. Ach Mist. Nein, ich hab gehofft, dass es nicht macht. Juhu! Patientenbekämpfer, okay. Dann nochmal Feuerschaden kriege ich nicht. Vielleicht zwei Errungenschaften mit einmal. Okay, du brauchst noch ein bisschen Hilfe. Ach, noch Wellen. Oh nein! Vielleicht eine Frau, ja. Der muss sterben. Na, ja, mach das nur, ich hab Pistolen mit dabei. So dumm. Das war ganz ernsthaft, dann hast du es ja irgendwie verdient zu sterben, wenn du jetzt drauf gehst. Ach so, was ist das denn? Ach Scheiße, da kommt ja noch was. Ah, da geht aber gleich drauf. Aha. Die ist gleich tot. Ja, die stirbt. Dammter Obdachlose! Ich glaube nicht, dass... Pass doch auf, Steven! Wow! Ganz ehrlich, die hat sich alles verdient. Naja, was soll's. Wollen und eine Zivilistin. Die Zivilistin muss zuerst weg. Guter Schuss. Aber rein theoretisch, wenn ich nicht in die Kotzpfütze gerannt wäre, dann würde sie jetzt noch leben. Oh.
Und tot. Ja. Wie weit sind wir denn jetzt schon? Mal geblieben. Verlassene Jahrmarkt. Geht ihr los, um Snacks-Rationen mit reinzufinden? Das kann ja jetzt auch gefährlich werden. Schauen wir mal. Entdeckt im Lagerraum des Jahrmarkts einige Rationen. Ja. Snacks wären mir tatsächlich lieber. Ja, Patient und Pistolero. Nimm das, Pistolero. Okay, kotzt du auf? Nee, dann lass mal die unten ab. Beziehungsweise... Ich hätte die Pistolen schon ab. Ah, Mist. Oh, der tut auch ruhig. So, die Zivilisten und der Obdachlose. Okay.